Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annie Spielplatz. Ich bin Annie, die mit dem Hut. Und heute geht es nicht direkt um ein Spielzeug, sondern hier um diesen Slushy Maker. Das ist dieser Becher hier. Da hat es drinnen auf Wasser basierende, also eigentlich quasi Wasser hat es da drin im Bechermantel. Und wenn man das in den Gefrierer tut, gefriert das. Und nachher kann man ein Süßgetränk reinmischen, also reintun, einfach in den Becher. Das ein bisschen kneten und dann sollte es ein Flaschi geben. Es hat hier auch schon Strohhalm dabei, wo man nachher dann das draus trinken kann. Es hat eine gute Anleitung dabei. Und ja, ich bin eigentlich relativ gespannt, ob das dann wirklich was wird. Man sollte es etwa, also mindestens 3 Stunden drin lassen, bis das komplett gefroren ist. Es wird aber länger empfohlen. Hier auf der Verpackung steht 6 bis 8 Stunden. Ich glaube nicht, dass es so lange braucht. Aber ich mache es jetzt einfach mal in die Gefriertruhe und schau mal, wie das dann wird. Also ich habe es jetzt 4 Stunden und 15 Minuten habe ich es jetzt im Tiefkühler gelassen. Ich spüre, dass es wirklich schon gefroren ist. Und als Getränk habe ich mir jetzt eine Cola besorgt. Ich habe sie gesiebt, dass die Kohlensäure rausgeht. Es steht zwar nicht in der Anleitung, dass man das machen sollte, aber ich nehme an, es geht besser, wenn man das so macht. Und jetzt schütte ich die mal hier rein. Schauen, ob alles Platz hat. So. Man muss es jetzt 1 Minute stehen lassen. Ich muss noch schnell schauen, ob man da noch irgendwas einen Deckel drauf machen muss oder so, weil eigentlich hat es ja gar keinen Deckel. Und es steht auch, dass man ein gekühltes Getränk nehmen sollte. Also je kühler das Getränk ist, desto besser geht es dann. Mal schauen. So, jetzt habe ich es 1 Minute stehen lassen. Ich bin ja recht skeptisch, im Moment ist es noch flüssig, aber mal schauen. Ich habe vielleicht ein bisschen viel reingetan, weil ich es nicht richtig kneten kann. So, dann geht es besser. Ist immer noch flüssig. Ich sehe, es hat ein bisschen wie Eisstückchen drin, ist aber immer noch recht flüssig. Aha, langsam wird es wirklich slushy. Aha, hier in der Anleitung steht ein Tipp, dass man es auch länger als 1 Minute stehen lassen kann und dass es dann schneller geht. Ja, super. Zum Glück habe ich das zuerst gelesen. Oh, ich habe Eis. Aber es ist slushy. Na, nur ein bisschen. Ich könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kneten. Aber es ist slushy. Ich zeige euch das mal schnell. Es ist wirklich so wie slushy Eis geworden. Eben wie gesagt, ich könnte es noch ein bisschen länger kneten wahrscheinlich. Dann wird es noch mehr werden. Ich probiere jetzt erstmal. Also ich sollte ja auch trinken können. Ist wirklich. Schmeckt nach Cola. Ist ja auch Cola. Ich frage mich, wie das funktioniert. Wahrscheinlich durch das Eis hier am Rand, gefriert es am Rand und durchs Kneten kommt immer wieder neue Flüssigkeit an den Rand und dann gefriert es immer wie mehr. Das ist echt super.
Ich finde das echt cool. Man kann es immer wieder verwenden, man kann das alles auseinanderschrauben. Dann kann man auch das gut sauber machen. Ich lasse es jetzt, ich traue mich nicht, dass sonst alles rausfällt. Aber ich kann es euch hier in der Anleitung schnell zeigen. Da kann man alles auseinandernehmen, auseinanderschrauben, man kann es wirklich gut reinigen. Und dann sollte man es in den Tiefkühler legen, man sollte es aufrecht in den Tiefkühler stellen. Ihr habt es aber gesehen, ich habe es nicht aufrecht in den Tiefkühler gestellt. Und es hat trotzdem funktioniert, weil wir nicht so einen großen Tiefkühler haben. Vom Alter her steht jetzt hier nicht auf der Verpackung, aber ich denke, da helfen einem ja sowieso die Eltern dabei. Also das sollte eigentlich schon relativ früh gehen. Und sonst können es ja die Eltern für die Kinder machen und die Kinder können dann einfach kneten. Also ich finde es eine super Idee für im Sommer, vielleicht auch wenn man zwei hat. Wenn man irgendwie einen Besuch hat oder so, dann kann man selber Geschmack reintun, man kann alles Mögliche reintun. Je süßer die Getränke, desto besser geht es, neben gekühlte Getränke. Und dann kann man sich selber Slushy machen, das ist natürlich super. Und funktioniert wirklich auch gut. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, aber es geht. Und es ist lecker. Und wie gesagt, ich hatte es jetzt etwa 4 Stunden im Tiefkühler. Es steht mindestens 3, aber ich habe gedacht, dann hält es sicher besser. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Annies Spielplatz. Tschüss!